Mein Name ist Horst Roman Müller. Ich bin Professor für Schlüsselfertigbau und Projektmanagement im neuen Studiengang Immobilienmanagement. Und geboren bin ich in Bielefeld. Und die Anhänger von Verschwörungstheorien werden jetzt vielleicht sagen, das ist gar nicht möglich, denn die Stadt gibt es nicht. Ich bleibe dabei. Ich komme aus Bielefeld. Sie fragen sich ja auch, warum bin ich überhaupt hier? Also warum bin ich in der Lehre tätig? Und also der erste Kontakt entstand auch dort im Spacepark Bremen zur Bauhaus-Universität Weimar. Und das kam so, dass die Stadt Bremen einen Rechtsanwalt beauftragt hatte, der montags nie da war. Und das ist ein bisschen blöd, wenn Sie im Bauwesen arbeiten, weil Sie freitags immer die unschönen Briefe von den Baufirmen bekommen, dann brauchen Sie montags gleich Rat vom Juristen. Der war nie da und dann habe ich ihn gefragt, was machen Sie eigentlich immer montags? Wo sind Sie? Wo stecken Sie denn? Und sagte er, ich bin in Weimar und halte dort Vorträge über Chancen und Risiken beim Funktionalvertrag. Sag ich, prima, das kann ich auch, nehmen Sie mich doch mal mit. Und schon hatte ich meinen ersten Gastvortrag an der Backe und das habe ich gemacht bis 2010 und 2010 bekam ich dann den Lehrauftrag für Project und Disaster Management für Postgraduate Studenten. Das habe ich bis 2014 dann auch gemacht. Genau, genau. Project und Disaster Management, ja genau. Ja. Kurz, also eigentlich, als das Projekt zu Ende war oder als ich zumindest, als die, also die infrastrukturellen Bauleistungen fertig waren, kurz vorher bekam ich einen Anruf vom Vorstand von Drees und Sommer und kurze Zeit später war ich Niederlassungsleiter eines der größten Projektmanagementbüros in Deutschland und war dort eben zuständig für den Aufbau der Niederlassung. Das habe ich von 2002 bis 2004 gemacht, also die ganz klassischen Aufgaben eines Projektsteuerers. Terminüberwachung, Kostenüberwachung, Informationen, Steuerung der Projektbeteiligten und das bei zwei sehr spannenden Projekten. Einmal den S-Bahn-Tunnel Hamburg, also die Anbindung von der Innenstadt an den Flughafen, 3 Kilometer Tunnelbau, sehr spannend. Und das andere waren die brandschutztechnischen Ertüchtigungen von S-Bahn-Stationen in Berlin und in Hamburg, also rund 20 Stationen, die hier ertüchtigt worden sind. 2004 bin ich dann aus privaten Gründen zurück nach Frankfurt gegangen. Ich habe mich beworben bei der EZB für das Neubauprojekt im Bereich oder als Experte für Ausschreibung, Vergabe und Nachtragsmanagement und habe tatsächlich auch den Job bekommen bei diesem großartigen Projekt. Und von diesem Projekt will ich Ihnen etwas berichten, damit Sie auch einen Eindruck bekommen, was eigentlich meine Arbeit ist. Aber auch vor dem Hintergrund, dass es einfach Ereignisse gibt, die oder Erfahrungen, die eben nicht in den Lehrbüchern stehen und die ich gerne an die Studierenden auf dieser Basis weitergeben möchte. Ich habe dazu einen Vortrag genommen, den ich anlässlich der Jahrestagung der ersten wissenschaftlichen Vereinigung Projektmanagement im April gehalten habe, wo ich auch Mitglied bin. Ja, also hier das Projekt, vielleicht für diejenigen, die also noch nicht so oft da gewesen sind oder rübergeflogen sind. Man fliegt ja dann auch, wenn man nach Frankfurt fliegt, kann man das ja sehr, sehr schön sehen. Also am Main, Europäische Zentralbank, Neubau. Sie sehen hier vorne die Großmarkthalle, ein wunderbares Bauwerk von Martin Elsässer, 1926 bis 1928 erbaut. Sie sehen hier also die Tonnenhalbschalen, die damals auch schon was Besonderes waren, 43 Meter lang, 15 Meter breit, im Spritzbetonverfahren hergestellt, am Scheitel nur 7 Zentimeter dick. Und die haben eben erlaubt, dass das das größte stützenfreie Stahlbetongebäude der Welt war zu seiner Zeit, also eine architektonische wirklich Meisterleistung, 220 Meter lang und 60 Meter breit, 24 Meter hoch. Und hier ist der Riegel, das sogenannte Eingangsbauwerk, das sollten Sie sich nochmal merken, da kommen wir nachher gleich nochmal drauf zu sprechen. Und hier befinden sich eben alle halböffentlichen Funktionen dieser Bank, nämlich Mitarbeiterrestaurant, natürlich Konferenz- und Besprechungsräume, Ausstellungsflächen und eben der Eingangsbereich. Da, übrigens denkmalgeschützt und natürlich mit entsprechenden Auflagen seitens des Denkmalschutzes. Dann hier hinter befindet sich das Hochhaus, 184 Meter hoch. Sie sehen zwei Türme, die sind gegeneinander verdreht, verbunden durch ein Atrium und hier mit Umsteigeplattformen jeweils. Der Architekt spricht hier von einer vertikalen Stadt, der sich also auch vorstellt, dass hier
auch sich Menschen aufhalten, sich treffen, informelle Gespräche führen und so weiter. Interessant oder sehr spannend ist auch, wie diese beiden Türme miteinander versteift sind durch 14 Streben. Die kann man auch gut sehen, wenn man mal von dieser Richtung hier zwischen die beiden Türme schaut. Eine Strebe wog bis zu 80 Tonnen. Und das war sehr, sehr schwierig, auch die Bauzwischenzustände da zu planen. Und das ist auch ein Thema, was ich zum Beispiel im Projektmanagement 1 dann ansprechen und vertiefen werde. Interessant ist auch, anders als bei der Elbphilharmonie, wo also tatsächlich jede Scheibe als Unikat hergestellt werden musste, ist diese Fassade, obwohl sie verdreht ist und man den Eindruck bekommen könnte, dass das hier auch der Fall ist. Sind das hier 90% Standardelemente, also insofern Serienproduktion, also das, was der Elbphilharmonie hier passiert ist, ist uns erspart geblieben. Ja, also das kurz, wie gesagt, den Riegel nochmal merken, das kurz zur Einführung. Ansonsten natürliche Lüftung gibt es hier und natürlich alle energetischen oder viele energetischen Fortschritte, die jetzt auch bei Neubauten eben zu finden sind. Ja, vielleicht nur zwei Zahlen, 2300 Arbeitsplätze und eben eine Gesamtfläche von 185.000 Quadratmeter. Das ist immer das, was die Menschen aus der Immobilienwirtschaft, die Kennzahlen, die hier immer sofort interessieren. Ja, also was ist die BGF, ist die erste Frage. Ja? Also Brutto-Grundfläche. So, jetzt kurz zur Historie. Also 1999, 2000 gab es eine Machbarkeitsstudie mit 35 Standorten. Die EZB hat sich dann entschieden, diese Großmarkthalle zu erwerben und dann den Kaufvertrag mit der Stadt Frankfurt zu unterzeichnen. Gleichzeitig ist ein architektonischer und internationaler Wettbewerb gestartet worden. Es haben sich also mehr als 300 Architekturbüros in einem offenen Verfahren beworben aus mehr als 30 Ländern. Und dann gab es eine nächste Stufe, wurde verdichtet zu 80 Teilnehmern, anonym, dann 12 und am Ende standen 3 Preisträger fest. Das war der erste Korb, das Büro Korb Himmelblau aus Wien, der zweite 54F und der dritte Schweger Assoziierte aus Berlin. Dann wurde das Grundstück an die EZB übergeben 2005 und damit natürlich auch die Pflicht, dieses Gebäude und diese Fläche zu betreiben. Das war die erste Ausschreibung, die ich dann auch gestartet habe. Also die Bewirtschaftung, diese Instandhaltung des Gebäudes, also Müllentfernung, die Reinigung, der Wachschutz, der Winterdienst und alles, was hier eben erforderlich ist. Gleichzeitig hat der Architekt, das ist auch nicht unüblich, nochmal seinen Entwurf überarbeitet, also Anpassung des Raum- und Funktionsprogramms. Das Gebäude wurde ein bisschen höher auf 180 Meter, was auch dem ganzen Ensemble gut getan hat. Und Funktionen wanderten beispielsweise von dem Hochhaus in die Großmarkthalle. Dann meine nächste Aufgabe, die Ausschreibung aller Fachplaner. Ein Architekt oder ein großes Architekturbüro kann so ein Projekt nicht alleine durchführen. Also es ist abhängig auch von sogenannten Fachplanern. Also da muss es jemand geben, der die Haustechnik plant, der den Schwachstrom plant, die Aufzüge, die hier auch sehr spannend sind, Twin-Konzept, also 2 Aufzüge in einem Schaft. Dann die IT, die Sicherheitstechnik, Fassadentechnik und. Also es waren mehr als 40 bis 50 Fachplaner, die wir ausgeschrieben haben und die wir dann rechtzeitig dem Architekten zur Verfügung gestellt haben, denn er muss ja dann die Ergebnisse von den Fachplanern koordinieren und in seine Planung integrieren. Das war der Start der Planungsphase 2006 und dann kam der erste Schock sozusagen. Und zwar haben die sogenannten Erben des Martin Elsässers, also des Erbauers und Urheber der Großmarkthalle, geklagt gegen diesen Riegel, den sie vorhin gesehen haben, weil sie befürchtet haben, dass der Charakter der Großmarkthalle verloren ginge. Und das hat also ein Jahr gedauert, bis man sich mit den Erben geeinigt hat. Und das war auch eine aus heutiger Sicht sehr weise Einigung, nämlich einmal technischer Art. Man hat also den Riegel dorthin verschoben, wo schon mal Tonnengewölbe im Zweiten Weltkrieg zerstört worden sind, also wo kein
Eingriff in die ursprüngliche Architektur und in das ursprüngliche Bauwerk vorgenommen wird. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ging es natürlich wie immer um die liebe Marie. Das heißt, hier haben also Stadt und EZB dann auch einen Betrag bezahlt für eine Stiftung, für eine Martin-Elsässer-Stiftung und dem Andenken an sein Werk. Das war so die erste Hürde, die wir zu nehmen hatten. Danach begann die Generalunternehmerausschreibung. Generalunternehmer bedeutet, dass man also alle Bauarbeiten einer Baufirma überträgt, die dann diese Bauleistung teilweise eben auch weitervergibt. Aber sie ist dafür zuständig, Ihnen dann das Bauwerk komplett zu liefern und alle Subunternehmer auch zu koordinieren. Wir hatten also verschiedene Konzepte dem Vorstand vorgelegt. Das war auch eine meiner Aufgaben und der Vorstand entschied dann eben, sich für die Generalunternehmerausschreibung, also gegen eine Ausschreibung an mehrere Baufirmen oder viele Baufirmen. Und nachdem wir also die Baugenehmigung termingemäß bekommen haben, der nächste Tiefschlag, wir mussten die GU-Ausschreibung aufheben und das liest sich hier so ein bisschen neutral, aber Sie müssen wissen, was dahinter steckt. Dahinter stecken ein Jahr Arbeit, mehr als 100 Personen haben 260 DIN A4 Ordner erstellt mit Baubeschreibung und Plänen. Wir haben sehr hoffnungsvoll diese Ausschreibung auch lanciert, sehr, sehr viel Lobbyarbeit auch betrieben. Und am Ende, wie viele Angebote haben wir bekommen? Eins. Und das war dreimal so hoch wie unsere Kostenberechnung. Das heißt, wir mussten diese Ausschreibung aufheben. Das ganze Projekt stand es war die Gefahr, dass das Projekt überhaupt nicht realisiert wird. Natürlich wurde wir auch also nicht kritisiert, aber man hat tatsächlich gefragt, stimmt denn eure Kostenberechnung? Und daraufhin mussten wir also eine Marktrecherche durchführen und dass tatsächlich die EZB 2010 beschlossen hat, den Bau durchzuführen, lag daran, dass man das Unternehmereinsatzmodell, also so nennt sich eben die Entscheidung oder das Modell, in dem Baufirmen beauftragt werden, ein oder mehrere, und aufgrund des Wechsels dieses Unternehmereinsatzmodell von einem Generalunternehmer zu mehreren Firmen, also zu 70 Firmen, also hatte man dann diese Bauleistung aufgeteilt, 16 Ausschreibungspakete, 70 Firmen. Und die haben wir dann alle in einem Jahr ausgeschrieben, also ein Riesenkraftakt. Und tatsächlich lagen mit einer Ausnahme alle Angebote innerhalb des Kostenrahmens. Und auf der Grundlage fiel dann der Startschuss, der Rohbau, also die Rohbauarbeiten für die Großmarkthalle und für das Hochhaus konnten starten. Und dann die nächste große Herausforderung, nämlich ein Jahr später, wir waren also kaum aus der Erde raus, wir waren im zweiten Stock mit dem Hochhaus, mussten wir uns von der Firma Baresel, die den Rohbau für den Hochhaus durchgeführt hat, trennen oder vielmehr den Auftrag im gemeinen beiderseitigen Einvernehmen aufheben und dann an den Zweitbesten vergeben, der damals bei der Ausschreibung auch sich beteiligt hatte, was auch ein guter Schritt gewesen ist, denn Sie sehen ja, wenn Sie jetzt in Frankfurt sind, was daraus geworden ist, also wirklich ein großartiges Bauwerk. Und damit uns nicht langweilig wird, hat der Frankfurter an sich es auch geschafft, uns etwas nicht außer Kontrolle zu bringen, aber zumindest für einen erhöhten Pulsschlag zu sorgen. Denn Nachbarn in Frankfurt, nahe einer Schule, der Bettinerschule, haben also erreicht, dass von einem Projektentwickler das Projekt gestoppt wird auf Basis einer Verwaltungsvorschrift gegen Schutz und Baulärm, die mehr als 40 Jahre alt war. Die musste also erstmal entstaubt werden. Dann haben wir eben die Köpfe auch zusammengesteckt und überlegt, was können wir tun, damit uns das nicht passiert. Und wir haben dann das also so organisiert, dass wir einen Lärmschutzgutachter beauftragt haben, der also auch Lärmschutzmessungen permanent vornimmt. Wir haben den Kontakt zu den Nachbarn erhöht, für mehr Transparenz gesorgt, wann welche Arbeiten stattfinden, die auch lärmintensiv sein können, also die Kommunikation verbessert.
Wir haben Rechtsrat eingeholt, wie man sich schützen kann, dass also so ein Schreiben auftaucht und man sofort die Baustelle stilllegen muss. Da gibt es sogenannte Schutzschriften und eben auch dafür gesorgt, dass die Baufirmen selber hier mehr leisten und auch eben ihre Arbeiten so durchführen, dass sie in Zeiten sind, wo man nicht gerade üblicherweise schläft. Und als, sagen wir, eine sehr traurige Herausforderung eigentlich in solchen Großprojekten und das obwohl also Bauherren, also gerade wie die EZB, sehr, sehr gute Zahler sind, auch pünktlich bezahlen und man auch trotzdem die Bauvorhaben prüft und alle Ingenieurbüros auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit, bleibt es nicht aus, dass bei so langen Laufzeiten von Projekten Unternehmen insolvent gehen. Und da hatten wir ein Beispiel oder eigentlich sogar mehrere, aber ein sehr prominentes, die Firma Torkrit AG, die Restaurierung der Großmarkthalle durchgeführt hat. Und Sie können sich vorstellen, das wäre natürlich ein riesen Zeitverlust wäre entstanden, auch teilweise 150 Arbeiter, die mehr als 120 Kilometer Fugen der Großmarkthalle ausgebessert haben. Also es gibt teilweise diese Kenntnisse, die diese Firma hat, gar nicht mehr auf dem Markt. Es wäre also eine Katastrophe gewesen, wenn diese Firma nicht hätte weiterarbeiten können, aber mit Hilfe von Kaufleuten, Juristen und auch dem Willen des Auftraggebers, also der EZB, dass hier die Mitarbeiter auch in dem Unternehmen bleiben, das Unternehmen weiter existiert, ist es auch gelungen, das eben sicherzustellen. Also das ist nicht immer gelungen, aber hier war auch sehr, sehr viel Mut und auch teilweise Risiko des Bauherrn mit dabei. Und letztlich dann die Fertigstellung und der Umzug in 2015. Ich glaube, die Eröffnungsfeier ist für Februar geplant. Das werde ich nicht mehr miterleben, denn ich bin zum dritten Mal wieder in Wiesbaden. Hier schließt sich der Kreis, also alle guten Dinge sind drei. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Also ich bin wirklich sehr glücklich. Denn es ist tatsächlich so, dass ich in meinem Beruf immer gewünscht habe oder oft gewünscht habe, wenn ich mit Projektbeteiligten spreche, dass sie nicht nur Verständnis vom Bau haben oder vom Betrieb, sondern ich habe mir auch immer gewünscht, also ein bisschen juristische Kenntnisse wären toll und betriebswirtschaftliche Kenntnisse von Vorteil. Und das verbindet eben dieser Studiengang und deshalb stehe ich auch hinter diesem Studiengang und das ist auch meine Motivation, warum ich hier bin. Ich finde den Studiengang großartig, das Team auch toll, der Herr Mutschnick hat ja auch schon bei uns unterstützt und ja, das führt mich dann auch zu meinen Fachgebieten und vielleicht, also ich will Ihnen jetzt nicht die Modulübersicht erklären, aber nur, dass Sie, was mir wichtig ist, dass Sie nochmal sehen, es ist eben ein interdisziplinäres Studium, es beinhaltet also die Bereiche Bau, Betrieb, Baurecht, Recht und Betriebswirtschaftslehre, wobei Bau und Betrieb also rund 60% ausmacht, deshalb eben ist es auch ein Bachelor of Engineering, ein Ingenieurstudium. Vielleicht ganz kurz, was unterrichte ich? Ich unterrichte Grundlagen des Facility Managements. Also was ist Facility Management? Also sicher nicht mehr der gemeine Hausmeister wie vor vielleicht 20 Jahren. Also was ist notwendig, um eine Immobilie optimal zu nutzen? Dann natürlich, wie halte ich eine Immobilie in Stand? Was für Pflichten habe ich als Betreiber? Und wie unterstützt mich beispielsweise auch die IT im Bereich CAFM, Computer Aided Facility Management. Dann mein Herz schlägt natürlich für Bautechnik und für bautechnische Grundlagen. Also hier gehen wir einmal komplett von den Planungsgrundlagen über also Erdbauverfahren, Betonbau, über den Ausbau bis hin zur Klammer, die eigentlich das alles umfasst, Schlüsselfertigbau und am Ende die Bausanierung. Projektmanagement, das, was ich die meiste Zeit in meinem Berufsleben gemacht habe, dort schauen wir uns an, wie ein Projektmanager sicherstellen kann, dass der Bauherr Kosten und Termine einhält. Und wenn einer von Ihnen jetzt vielleicht schmunzelt, weil er in der Vergangenheit das ein oder andere Großprojekt schiefgelaufen ist, kann ich nur erwidern, es ist eben auch nicht besonders sexy für die Medien zu berichten, dass ein Projekt wieder mal in den Terminen und den Kosten fertiggestellt worden ist.
Ja, und dann technisches Gebäudemanagement, das ist jetzt im dritten Semester, also wie funktioniert ein Gebäude, wie wird das gewartet, wie wird das betrieben, wie stelle ich sicher, dass tatsächlich auch dort die Wärme und die Kälte und das Licht und der Strom und die IT ankommt, wo sie auch ankommen soll. Auch welche Rolle spielt eigentlich der Mensch in diesem Thema? Wie ein Gebäudemanager mir neulich sagte, das Gebäude funktioniert doch prima ohne den Nutzer. Ja, und das soll eben auch dann erarbeitet werden. Ja, und am Ende eben nochmal vertieft dann Projektmanagement 2, also das, was man in den vorherigen Semestern eben die Tools, die man gelernt hat, dann eben nochmal vertiefen und dann Projektcontrolling, Kostensteuerung, denke ich, spricht für sich. Ja, aber am Ende steht natürlich auch der Mensch da, also der Studierende, und das ist meinen Kollegen und mir auch wichtig, dass wir eben helfen, dass die Studierenden hier auch von der Persönlichkeit her und auch sicherlich von ihrer charakterlichen Reife bereit sind, auch für den Berufseinstieg und letzten Endes auch im Berufsleben bestehen. Und dafür setze ich mich ein. Vielen Dank.